Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu StarCraft 2. Und ja, zwischen den Missionen sind wir nämlich wieder. Und wir hören uns mal wieder nämlich an, was wir hier so zu besprechen haben. Was? Sie hat nichts zu sagen. Na, hören wir uns das trotzdem nochmal an. Ich traue ihr nicht. Ach, du traust ihr nur nicht. Na gut, okay. Dann, Zagara, was hast du denn zu sagen? Ich habe mir schon immer gewünscht, Protoss-Knochen zwischen meinen Klauen zu zerbrechen. Darf ich? Nein, Zagara. Du denkst doch nicht daran, Gnade walten zu lassen? Gewalt ist nur ein Mittel. Ich setze sie ein, wenn es nötig ist. Ein Anführer nutzt für jede Aufgabe die richtigen Werkzeuge. Das ist eine terranische Denkweise. Die Zerg nutzen keinerlei Werkzeuge. Für einen Anführer ist alles und jeder ein Werkzeug. Mhm. So, gucken wir das uns nochmal an. Nafashs Boot lebt wieder als Teil des Schwarms. Als die Protoss zugeschlagen haben, hat sie sich in die Eistäler zurückgezogen. Die Protoss jagten sie. Sie war schlau, vorsichtig und zäh. Doch sie machte einen Fehler. Sie rannte davon. Genau so ist es. Und jetzt gucken wir mal, was sie hier zu sagen hat. Was machen eure Leute hier? Wir erforschen diesen Mond, ob die Rotation verändert, sein Klima verbessert werden kann. Versteht ihr nicht? Wir sind nur Kolonisten und ihr tötet uns! Ja, und wenn ich dich leben lasse, rufst du die Goldene Armada und sie werden mich töten. Tausende töten, um euch selbst zu retten? Wie könnt ihr das rechtfertigen? Ich rechtfertige nichts. Es gibt kein richtig oder falsch. Deine Leute haben Milliarden von Zerg getötet. Unser aller Hände sind von Blut bedeckt. Vielleicht klebt an meinen mehr als an deinen, aber letzten Endes sind wir beide Mörder. Ah ja. So, gucken wir mal bei Kerrigan. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Eine weitere Fähigkeitsstufe ist jetzt in dir erwacht. So, Berstlinge erschaffen. Kerrigan erschafft 6 Berstlinge mit begrenzter Lebenszeit. Ah. Oder wilde Mutation. Verbündete Zerg-Einheiten in Zielgebiet erhalten 10 Sekunden lang 20%, 20% sind schon 200 maximale Trefferpunkte und ihre Angriffsgeschwindigkeit wird um 100% erhöht. Ultra. Das hat 25 Sekunden Abklingzeit. Das hat 30 Sekunden Abklingzeit. Jetzt ist die Frage, wenn wir Berstlinge erschaffen, sind das dann auch fliegende Berstlinge? Ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen, wir machen wilde Mutation. Das klingt doch super. Maximale Trefferpunkte und 100% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Das ist saugeil. Ja, dabei belassen wir es auch. Gut, dann wieder zurück. Und in die Evolutionsgrube. So, hier haben wir noch ein neues Gespräch. Erzähl mir von deiner Arbeit. Sehe Fleisch, sehe nur Potenzial. Stränge, Sequenzen, verdrehen, zertrennen, zusammenfügen. Möglichkeiten für Verbesserung identifizieren, Fleisch essen. Knochen splittern. Wenn in mir, kann es berühren. Verweben. Nutzen. Großartig machen. Aber nicht perfekt. Nie perfekt. Perfektion ist Ziel, das sich ändert. Bleibt nie gleich. Kann anstreben. Kann nicht erreichen. Du hast einen Nutzen. Das steht fest. Oh, du hast gerade ihre Sprache etwas verändert. Schade, neue Evolutionsmission haben wir nicht gekriegt. Oh. Aber wir können die Schaben uns angucken. Und zwar, was haben wir denn hier? Erhält plus 8 Schaden gegen leichte Ziele, ein Anstieg von 50%. Okay. Was haben wir hier? Erhält plus 3 Panzerung, wenn die Trefferpunkte der Schabe unter 50% fallen.
Und hier? Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Schaben können sich im eingegrabenen Zustand mit voller Geschwindigkeit fortbewegen. Die Regenerationsrate im eingegrabenen Zustand verdoppelt. Eigentlich ist das sehr nett. Mehr Schaden ist natürlich auch sehr nett. Im vollen Zustand können die sich bewegen. Mit voller Geschwindigkeit. Da könnte man die echt als Erkunder nutzen. Da haben wir doch mal schöne Ideen, oder nicht? Mehr Regeneration. Ja, das machen wir. Komm, wir lassen jetzt mal hier die Regeneration drin. Schade, ich habe gehofft, dass wir eine Evolutionsmission vielleicht bekommen. Und ja, dann wäre die Folge vielleicht ein bisschen länger gegangen. Berstlinge und Zerglinge sind soweit ja schon mutiert und erweitert. Ja, schade. Kerrigan haben wir verbessert. Ich würde sagen, wir gucken mal die nächste Mission an. Die Protoss versuchen immer noch Shakuras über unsere Anwesenheit zu unterrichten. Sie bereiten all ihre Shuttles vor, um sie durch ihr Warp-Netzwerk nach Shakuras zu bringen. Ah, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. 3 Machtpunkte für Kerrigan als Bonuszielbelohnung und wir bekommen die Hydralisken. Ja, gut. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es dann wieder richtig um die Mission geht. Bis dahin. Tschüss.